Servletour 2021, Töffli Buben, hat man erwartet. Aber zuerst bin ich auf Mädchen gestossen. Was machen die da? Wir sind hier am Warten, bis es richtig losgeht. Und dann nachher? Dann wir irgendwo einhinken. Das ist eine gute Idee, gell? Gute Idee, Corona-konform und so schützt man auch die Familie. Ihr seid eine Familie, also du bist die 18-Jährige und sie ist die 14-Jährige Schwester, gell? Du bist so mit den Töffli? Laufend, sie haben es probiert. Ja. Geht eine simple Aufrätze hier, hä? Also, meine läuft ein bisschen besser als ihr. Echt? Bist du sicher? Ja. Warum da? Weil ich noch vor einem Jahr habe gemacht habe. Und ihr ist aber noch nicht so viel gefahren worden. Aber mit dem bin ich schon auf der Tour gewesen. Und dann aufwärts dort, weißt du, so eine richtig fette Suche, meinst du, geht's? Zeit gut, ja. Ja. Er zieht eher, ja. Ist relativ unüblich, fährst du so rum mit einem Töffel jetzt du? Es geht. Eben, gell? Jetzt mehr. Ja. Aber so habe ich immer gemeint, die Roller sind eher beliebt. Also. Mehr ist nicht wirklich. Ja, ja. Und im Winter sind die schon besser, gell? Ja. Du hast einen Unterschied zwischen denen. Du hast einen Zweigänger gesehen, aber du. Sie hat einen Eingänger. Ah, ja, genau. Von Maxi Buch. Ah, ja, ich habe einen Belmondo und handgeschaltet. Das ist vielleicht ein Vorteil, gell? Die Zweigänger. Ja, genau. Du kannst selber schauen, muss er unter der Drehzahl sein und dann hat er mehr Leistung oder du abrücken im zweiten Gang. Hoppla, jetzt sind die grossen Maschinen dort, gell? Genau. Wie schnell fährt es deine da? Also meine läuft ein bisschen mehr als 50. Echt? Das ist und aber super. Ihre hat 45 drauf. Aha. Und mit den Bremsen ist es nicht. Hast du früher ein Problem mit den Bremsen denn? Wenn du jetzt einen 50er hast, ist kein Problem. Nein. Also geht bei dem gut. Ich kann Rücktritt und du wirst einen Klapper drauf und steht. Hey, bist du in der Mitte tätig? Machst du Lehre auf diesem Bereich? Nein, mein Vater ist Töffli-Mechaniker gesehen. Ah, jetzt drum. Herr und ich habe mit ihm im Sommer eine Töffli-Tour gemacht, wo man vom ganzen Länder begleitet worden ist. Alter, Fahner. Und du machst einfach mal mit, gell? Ja. Bist du schon mehr auf der Töffli-Tour gegangen oder hast du länger mit dem Töffli gefahren? Nein, ist mein erstes Mal. Ja, super. Hey, dann hoffen wir, es hebt. Was passiert jetzt? Habt ihr noch irgendwie so einen Servicewagen dabei? Nein, aber der Mechaniker kommt auch noch später. Hey, was ist jetzt los? Das ist der Mechaniker? Ja. Hey, der fährt vorbei? Nein, er kehrt jetzt gerade. Wir haben ihn woanders abgemacht. Also so ganz sicher bist du gleich nicht, dass du keinen Mechaniker brauchst, ja? Nein, er kommt auch mit, weil er macht das sehr gerne. Auf dich haben wir gewartet. Du bist der Mechaniker. Ja. Hast du alles im Griff? Ja, eigentlich schon. Sogar der Most hinten drauf. Ah, was? Ja, sicher schon. Aber meinst du, braucht es dir überhaupt? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie langsam dass wir fahren. Und wenn wir gut fahren, brauchen wir vielleicht schon noch Most. Was hast denn du so für einen? Das ist ein MS. Ah, ja, ein österreichischer Moped, der aber in der Schweiz in der Zeit als Fahrrad mit Hilfsmotor gelaufen ist. Ah, da habe ich gedacht, das ist etwas Spezielles, gell? Ja, 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 ja. Gell, und, gell, Österreich hat irgendwie auch noch eine andere Gesetzgebung. Da gibt es zum Teil solche, die ähnlich aussehen wie so über die Moped, die viel schneller fahren, ja, gell? Sie dürfen auch grundsätzlich 40 fahren, schon von früher her. Toleranz ist 45 und ja. Du hast es gelernt natürlich, gell? Wie? Du bist Töffli-Mechaniker, ja, also Ex. Ex, ja, ja, ja. Ja, es hat doch mal einen Kreidler gegeben, weißt du, 50 Kubik, ja, 205, gell? Ja, das ist aber Spezialmaschine. Spezial, hä? Also wenn die selbst genau wissen will, ich kann das schon erklären, ich kenne sie. Du hast viel rumgeschräubelt, hä? Ja, wir sind jetzt ja gerade auf einer Tour gewesen, hast du uns eine Gaserlinge gesehen. Ja, genau, hat die Tochter erzählt, ja. Und die nächste ist Planung. Da sind wir jetzt dran, Jura. Dann ist das für euch eine kleine Tour, he? Das ist eigentlich so, wie soll ich sagen, schon anzügen, gut gegangen. Gell, bei so einem Vater natürlich kann wirklich nichts schief gehen, gell? Nein, da ist alles verraten. Er gehört jetzt zwar nicht zu dieser Töffel-Tour, ja, aber also, wenn wir so die Kubik anschauen, kannst du 47 Kubik, 50 gell? 50 Kubik. 50 Kubik auch? Das ist 38 Bohrung, 43 Kub. Und mit dem kann man wirklich und über 200 erreichen? Wenn du das entsprechend über die Drehzahl futterst, dann bringt er Literleistungen her von weit über 200 PS. Oder? Und das ist ja heute, bei den heutigen Fahrzeugen ist ja das Standard. Oder? So ein MotoGP-Göppel hat etwa 260 PS. Ja. Und sie haben dann aber einen Spezialmotor gemacht mit einer Aufladung, mit einem Kompressor. Das ist eben Kreidler. Oder? Kreidler seinerzeit. Ja. Und das ist in den Sport 60er Jahren, ist das über die Bühne gegangen, in Salt Lake City. Genau. Auf dem Salzsee in Amerika. Genau, genau, genau. Und, sie haben auch eine stromlinienförmige Verkleidung gemacht. Und es war alles optimiert. Auch der Fahrer, der hat, also, du und ich hätten nicht reingepasst in die Kiste. Weil das ist einfach, das ist haargenau
gemacht. Und der Fahrer hatte noch einen zweiten Fahrer gehabt. Also wenn jetzt der eine krank geworden wäre, hätte er den Satz reinspringen müssen. Weil es ist zeitlich alles total eng limitiert gewesen. Und sie haben natürlich mit dem Werbung gemacht und die Suggestion von 220, oder? Ja, das hat werbetechnisch gehauen, oder? Ja. Weißt du und ich, hast du gesagt, also, ja, wir sind wahrscheinlich etwa gleich alt, gell? Ja, ich bin 60. Ich bin 60. Yes, es geht, bin ich 8 Jahre älter. Ja. Aber du, ich kann mich erinnern, weißt du, ich habe weniger verstanden von Teufel und so weiter. Aber so bei diesen Lenker, ja gut, der geht so noch, aber weißt du, so die Lenker da, damals haben wir da drin ein Problem gehabt, mit der Polizei, weißt du, ja, sind immer hoch, so. Gell? Das ist so, du hast genaue Vorgaben gehabt, Lenker mit Schaft. Oder Lenker mit Böckli, was jetzt das ja, hat. Ja, ja. Aber ist denn das heute nicht mehr so? Weißt du, es ist genau gleich, aha. Aber die Polizei hat heute andere Sachen, die sie säckeln müssen, weil sonst müssten sie hier das Halbfeld rausnehmen. Die laufen halt schnell. Und ist denn das mit dem Bremsen? Weißt du, der von deiner Tochter fährt auch 50, oder? Ja. Mögen Bremsen das heben, oder? Also bis 50 mag Bremsen mit, weil in Österreich ist die für 50 freigegeben. Das ist das gleiche Produkt, wie wir in der Schweiz sind. Ah, ja, genau. Aber wenn der noch mehr wird, dann wird es dann grenzlastig. Mhm, oder? Genau. Aber eben, wie gesagt, wenn die Polizei jetzt diesen Weg tät, wie an 70, wie in dem Video, wo auf dem Schweiz DRS 1, ja, Schweiz, genau, ja. Ist ein Tagesschaubericht von 1972, wenn die Polizei so tät, wie sie dort haben, wäre das halbe Feld da jetzt bei dieser Tour weg. Ja, 1972 haben wir das Frauenstimmrecht eingeführt. Nein, ja. 71. Aber wenn ich eingeführt habe, habe ich gemeint. Also, nein, das hat einer sich dann schon geholt. Ja, ja, genau. Weiter, auf alle Fälle, die Polizei hat heute andere Präferenzen. Aber wenn sie wirklich zu Weg müssten, und sie gehen teilweise die Extremsachen auch zu Weg, dann müsste ich auch raus. Weißt du, wegen Frauen schlimm, ich nur denke, wie ist denn mit den Frauen? Du hast jetzt zwei Mädchen gefahren. Also, ja. Es hat einen Haufen Frauen, musst du halt da vorne ja. filmen. Ich warte jetzt hier. Wenn die Töchter duschen da und wartet und dann in die Kolonne sich einfügen, dann wartet jetzt auch da. Und vor allem, es hat einen Haufen Fans, die können natürlich mit Schau und Gaudi. Stimmt, ja. Das ist es. Das hörst du gerade. Ja, was hörst du? Dass sie schnell laufen. Aha, ja, das ist eindeutig. Aber ganz ehrlich gesagt, das sind unsere alle auch schnell gelaufen. Ja, das ist es so. Darum hast du mehr Probleme gehabt, oder? Okay, dann. Das ist jetzt gehst du zum Startplatz, ja? Genau. So viel Engagement, so viel Begeisterung, das steckt da. Ich denke, ich fahre vor. Und dann ist gerade der Polizist gekommen und er hat mir noch etwas gesagt. Nochmal. Der Polizist, der jetzt mit Führung fährt, ist selber ein Töffelbub. Das kennen wir schon von den letzten Jahren. Das sind immer die, die stehen bleiben. Nein, ich nicht. Bist du sicher? Nein. Was machst du denn so hier? Ja, noch schnell die Häuser putzen. Aha. Ich glaube, ist ein Dreck reingekommen. Wie sicher wir ja genau deine Musik laufen. Ja, super. Ah, super. Ja, das ist genau hier. Jahrgangmässig, oder? Dann, wenn du so bleibst, das ist einfach Musik, ja? Ja, das ist Musik. Nein, aber da tönt immer etwas. Einfach vom Motor oder Lautsprecher. Am liebsten ist auf dem Motor her, oder? Genau. Das ist Musik für uns. Schon wieder der Aargauer verwünscht. Ja, genau. Wie letztes Jahr. Genau. Und das ist genau deine Musik, die läuft. Geh mal. Ja. Aber schau da, da musst du schauen. Hey. Das gehört zum Aargauer. Au. Oh. Ich wollte fragen, das letzte Jahr, ist es gut gekommen? Ja, tipptopp. Eine ganz kleine Panne haben wir gehabt. Ein Schräubchen hat gelobt bei Motoraufhängung, aber da haben wir dann 0,1 Blöcke geflickt und ist wieder weitergegangen. Ja, nein, das war super. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn, die haben 365 Tage gefiebert, dass sie wieder mitkommen können. Sind wir wieder das dritte da heute. Hey, Feintuning mit dem Handy, oder was? Unglaublich, hä? Ja. Hat noch relativ viele Frauen, gell? Ja, ist cool, oder? Ja. Fahren die so sau? Nein, wir sind das erste Mal dabei. Heula. Und? Ja. Was meinst du? Ja. Du bist eine gute Skifahrerin, gell? Ja, du bist ja gewöhnt mit den langen Latten und so weiter, gell? Mit den Alten. Ja, ich habe nur kurze. Aber irgendwie stehst du ein bisschen auf Hals, gell? Bei was sagst du? Du stehst ein bisschen auf Hals bei den Ski und bei den Töffeln und so weiter. Ja. Musst du etwas machen? Und beim Skifahren, weißt du, hast du ja immer gewonnen, weißt du? Nicht immer, nein. Aber fast meistens. Hä? Aber meistens? Ja, nein, gewonnen habe ich nie. Ja, aber fast. Aber immer noch. Aber heute geht es nicht ums Gewinnen. Meinst du nicht?
Nein. Um was geht es denn heute? Um das Mitmachen. Um das Durchkommen? Ja. Hey, was ist denn da? Mal, er macht das vor. Mal, was ist denn Zeit, da? Zeit. Nein! Wow! Wow! Hey, du, das sind Kampfspuren, ha? Ja, du, dein Wahnsinn. Ja. Alle Zweck! Ich höre nichts, liebe Freunde, sind wir Zweck! Ich habe eine hohe Freude. Ich habe eine hohe Freude. Heute Morgen um 7 Uhr bin ich zu einer Gatze abgefahren. Am 7:30 hier gewesen und oder in einem 8:30, Viertel vor 9 Uhr noch fast keine Leute da gewesen, habe ich gedacht, Mama mia, habe ich jetzt ein Zeich gemacht, dass ich es gleich durchgeführt habe. Und nachher hat es einen Schritt, ich kann die Musik abstellen. Das ist schon gut. Der Rose hinten dran mit dem Servola-Lied. Auf alle Fälle habe ich dann gedacht, zack, nochmal kommen die Leute wirklich. Und ich kann euch sagen, wir haben jetzt irgendwie 480 Startnummern verteilt schon. Einige sind noch hinterlegt. Es haben sich 10 Billette habe ich noch zurückgehalten für den Notfall. Es haben sich 545 Leute angemeldet, haben auch eingezahlt. Und ich schätze mal, dass etwa 70, 60 oder 70 nicht da sind. Also es hat uns recht gegeben, dass wir gesagt haben, trotz dieser widrigen Umstände, wir mussten von Ragaz weg, weil das Bad Ragaz, auch zur Erklärung, hätten wir 200 Laufmeter hohe Militärgitter müssen, stellen, dass wir uns können einsperren können. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht, da ist ein Zaun rundherum. Wir hatten die Auflage gehabt, dass wir das 3G machen müssen, wegen dem Zertifikat. Ich weiss, ihr habt einen hohen Aufwand zum Teil gehabt, aber ich hoffe, es lohnt sich wirklich, dass wir zusammen ein unbeschwertes Fest feiern können, ohne Maske, ohne Abstandspflichten, dass wir so richtig einen draufgeben können heute und dann um 3:30 in die Halle reinfahren mit unseren Töffeln und hier innen ist es im Festbein gestellt und 2-3 Bier miteinander saufen können. So wie früher vor 3 Jahren, als die Welt noch in Ordnung war. Also vielen herzlichen Dank, liebe Freunde, sind ihr alle da. Der Applaus gehört uns allen, dass wir es durchgekippt haben und durchgeführt haben. Dass optisches Tuning erlaubt ist, und nur mit Schnorren allein kommt man nicht zum Ziel, gell? Ja, du musst eben mitnehmen. Meinst du, kommst du wieder durch? Ja, sicher. Aber hast du jedes Mal ein bisschen Krampf? Ja. Nein, gut, jedes Mal immer besser. Von Jahr zu Jahr besser. Ich möchte begrüßen viele Töffli. Ich begrüße hier Töffli-Buben aus dem Ganserland. Denn was sind sie? Wo sind was sie? Meitle. Die sind von Chur, oben aber vom Bündnerland. Die Gruppe Basu ist da, Pacific ist da. Das ja, ich weiss schon. Also mit Fahrer allein ist nicht gemacht, gell? Ja, ja. Muss auch noch ein bisschen Gaudi haben. Nein, passt schon. Können wir durch? Ich sicher, ja. Sicher? Geht er bergauf, gell? Ja, macht nichts. Nicht? Ah. Voll optimistisch? Ja, wir schauen, wir sind optimistisch. Und im schlimmsten Fall hätten wir noch eins da dabei. Ja, 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 sicher. Der Queen für 5 Stutz. Ich kann es also das Buch wenig sein. Wir haben Gucci vom Ofen geholt und so weiter. Der zündet ab da vorne. Das ist deine. Ja, das ist meine. Hast du erst heute Morgen geholt? Ja, dann habe ich erst heute Morgen geholt von einem Kollegen ausleihen. Ja, hast du nie zum Laufen? Ja. Hast du nie zum Laufen, wenn es dir nicht ja, geht? Ja, weisst du, der ist vertrauenswürdig. Er hat gesagt, er ging und dann geht er auch. Was machst du denn, wenn es nicht läuft? Was machst du denn? Was mache ich, wenn er nicht? Ja. Wenn der Dörf nicht läuft? Ja. Dann tue ich ein bisschen absitzen und warten und das schöne Wetter geniessen. Ja, extra geschaut, dass es nicht regnet heute, weisst du? Du wärst bereit, gell? Ja, ja, auf jeden Fall immer. Fertig mal mit der Schnorrerei, hä? Ich hab's nicht verstanden. Fertig mit der Rederei. Ja, ja. Woher kommt ihr? Stuttgart? Stuttgart, ja. Immer mal wieder. Das dritte Mal jetzt. Das dritte Mal? Und ja, kein Problem? Nee, alles gut. Über die Grenze, kein Problem? Ah, das Mal haben sie viel von uns wissen wollen. Aha. Aber geht, oder? Ja, ja, geht. Und das letzte Mal gut durchgekommen? Kein Problem? Ja, 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 alles gut. Ja, super. Ja, ja, schön, ja. Das Wetter ist wie immer gut. Und weißt du, bei dir da steht der Kreidler drauf. Du weißt, gell, so ein Kreidler, der hat mal 224 Kreidler. Weiß ich. Und was macht einer?
32. Ach so, okay. So wie er gesagt hat vorher. Aber stimmt immer noch nicht, gell? Doch, doch, doch. Nein, wir haben nichts. Also, okay. Das ist so, wie sie sind. Und nachher haben wir hier rein 5 km/h. Überholen verboten. Nur ganz eine kleine Frage. Okay. Nein, jetzt nicht. Jetzt dürfen wir geschwind reden. Das Fernsehen wird noch. Aber 2,5, das stimmt. Das stimmt. 2,5, das stimmt. Mit 25 fahren wir der Polizei noch. Genau. Der Hans-Jörg Vorburger kommt jedes Jahr filmen und bringt mich einmal aus dem Konzept. Gell? Schön, bist du da. Du schaust, dass die Elektro-Töffli vor allem filmen und nicht die anderen, die rauchen. Ah, gell? Okay. Wir fangen hier bei der Markthalle Sargans an. Richtig Sargans, richtig Bad Ragaz. Der ganze Plan ist aufgelistet, hinten auf eurer Startnummer. Wir gehen hinten das Tamminental über die grösste Bogenbrücke der Schweiz. Wenn ihr auf den Lunzistein oben seid und die Militäranlage seht mit diesen zwei Toren. Schön, dass Sie aussen, aber wenn Sie jetzt mal vorbei können, was meinst du so? Ich weiß nicht. Oh, dann stinkt es, wenn wir die Maske anlegen, gell? Und in der Tat, Sie sind dann gekommen und die Maske anlegen, ja, das muss man. Und ihr seht meine beiden Töffli-Meitle links, die sich dann noch einreihen, die sind operat. Es ist dann eine Weile gegangen, bis sie gekommen sind. Es war auf jeden Fall wirklich imposant gewesen, einmal das am Anfang zu beobachten, wo alle noch zusammen gewesen sind. Der Stefan hat recht, ich habe 25 und kein bisschen mehr. Aber ich kann euch sagen, ich bin nachher mit dem Auto nachgefahren. Da hat es einige darunter, die unglaublich schnell fahren. Ich möchte es nicht schätzen, aber ich behaupte, da hat es solche darunter, die locker 70 bis 80 mögen. Es ist völlig unterschiedlich. Ihr seht es dann nachher auch, wenn es bergauf geht. Die einen müssen treten und die anderen, die sind schon noch kurz am Stehen geblieben. Ich kann nicht alle Szenen zeigen, aber so beim Losfahren hinter dieser Kolonne her, da habe ich festgestellt, die ersten haben schon etwa 500-600 Meter weiter hinten bei der Garage dort einen Halt gemacht, haben aufgepumpt. Die anderen haben gemerkt, da fehlt das Öl. Bei der jemandem, ja, da hat es dann geheißen, mein Gott, der Schrübel vergessen, das Öl läuft aus, wir bringen es auch wieder her. Es ist zum Teil noch erstaunlich. Jetzt sehen wir, die beiden Mädchen hinten machen sich bereit, sie haben sicher ihren Mechaniker gesehen oder sie haben vielleicht auch eine elektronische Verbindung und dann haben sie sich hier eingereiht. Ja, es ist wirklich der Plausch. Wenn ihr wirklich wisst, was sich auf so einer Tour hat abspielt, dann müsst ihr wirklich selber mitfahren. Einmal rauf auf Fettis, wieder hinten runter über die Luziensteig. Dort bei der Luziensteig, bei dem Bogen, muss man aufpassen. Also es ist immer auch noch ein gewisses Können dahinter. Nicht nur technisch, sondern eben auch fahren können. Die Töffli, das ist etwas Spezielles. Sie stinken zum Teil grausam, da muss man ganz ehrlich sein. Sie rauchen zum Teil auch. Aber zum Teil schmeckt man fast nichts und sie sind auch ganz unterschiedlich laut. Das ist mir auch aufgefallen. Aber die freut das Engagement. Ja, gerade in dieser Covid-Zeit, ja, das ist wirklich auch ein Stückchen Normalität. Normalität, das glaube ich, können wir alle brauchen, gerade im 2021. Auch wenn es halt ein bisschen stinkt, auch wenn es ein bisschen laut ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz klimaschutzkonform ist, aber Normalität, gerade in dieser schwierigen Zeit, das ist etwas, was wir sicher können brauchen. Das ist eben Balsam für die Seele. Ja, ich könnte jetzt Musik einspielen, aber nein, das mache ich nicht. Ich überlasse euch jetzt dem Geräusch, das bei vielen das Herz höher schlagen lässt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie es schmeckt. Von diesen Abdämpfen und wie es raucht. Das kann man sich vorstellen. Geniessen's!
haben wir Block, hä? Was ist los? Ja, läuft nicht mehr. Nein, nein, da ist ein Kerzenfaden, haben wir vorher und jetzt. Ja. Ja, müssen wir schauen. Wartest du auf einen Mechaniker, hä? So in etwa, gell? Kleine Pause. Ja. Oder läuft er noch? Ja, ja, wir fahren auf. Hey. Lauf nicht mehr! Lauf tiptop! Hallo, ich frei! Ist das ein Höflichkeitsalt für die Langsamen? Ja. Warten! Ja, Pause. Karre braucht Pause. Ja. Ja, komm jetzt. Geht nicht mehr, hä? Komm mal. Echt? Ich muss warten auf Kollegen. Aha. Ja, der Gute noch. Ja. Hallo, wo bist denn du? Unterland oder Oberland? Unterland. Schöneberg. Aber auf den Oberländer darfst du nicht warten, gell? Oh, jetzt hier, ich warte auf alle nur. Ist das ein Liechtensteiner Crew hier? Selbstverständlich. Unterländer. Eben, gell? Eben, gell? Liechtensteiner Crew. Einen klaren Unterschied, gell? Ja, auf jeden Fall. Er bringt mir nicht an da hinten. Er bringt mir nicht an, genau. Ja, ja. Aber es kommt schon gut. Meinst du? Wir sind positiv. Hui. Lauft er, geht? Alles gut, alles bestens. Jetzt können wir ihn hindern. He? Gut, okay. Danke vielmals. Ja. Mama mia, was ist da los? Frau wartet auf Mann, oder was? Ja, genau. Sie hat den Griff. Da macht Eindruck bei den Frauen, gell? Wie? Yeah. Da macht Eindruck bei den Frauen, gell? Weil's... Alles perfekt. Stefan, mit 25 bis zur Herre. Mit 25 bis zur Herre. Der Ragazzerwald rufen noch viel weniger. Das Töffli hat schwer zu lupfen, aber ich bin einfach nur froh, haben wir die Töffli-Tour, die Servola-Töffli-Tour in der Ferienregion Heideland können durchführen mit 555 Töffli-Fahrerinnen und Töffli-Fahrern. Aus der ganzen Schweiz, die zum Teil 3-4 Tage hier in der Region sind. Und ich wäre froh, wenn du überhaupt noch wegkommst. Da. Ja, ja, ich komme jetzt schon noch weg. Bist du sicher? Über die höchste Bogenbrücke der Schweiz, über die Aminenbrücke. Genau. Tschüss, gell? Ciao, tschüss, ciao. Ciao. Und in der Tat, der Schreck, der Stefan hat einen richtigen Töffelbub. Aber nicht allen ist so gegangen. Feierabend? Rauchen der Motor. Ja, aber gut, du weißt, wenn du eine Wurst dabei oder eine Servola. Genau. Ja, genau. Was machst du jetzt eigentlich? Ja. Was machst du jetzt? Jetzt stoßen wir nur noch da rauf und dann in die Garage rein. Okay, ja. Passt auch, oder? Genau, das ist schön, Weichler. Auch das ist, gehört dazu. Ja, gehört dazu. Hey, Doro, du bist jetzt gerade ausgerechnet vor dem Haus jetzt? Ja, etwa 500 Meter. Ja, dann hat es ein bisschen Heimgang gehabt. Genau, der Heimweg gehabt. Ja, sicher! Wieder nicht mehr, jetzt wieder heim in den Stall. Also wenn man hier oben stehen bleibt, das am schlechtesten Ort, bleibt man hier ja nicht stehen. In dieser Landschaft hinein, wenn man so rundum schaut, auch Wohlfühl, Oase, da kann man es sicher verschmerzen, wenn das Teufel jetzt einmal kurz nicht tut. Aber ein gewisser Stolz gehört dazu und man probiert es natürlich immer wieder. Und was war los bei dir? Stehen bleiben. Fertig und aus. Ja, Hügel nicht raufgekommen. Ja, das heisst mit der Antwort, dass du wartest jetzt, bis sie wieder könnt. Ja, jetzt ist mir mal Öl holen gegangen, jetzt wartet er will. Aha. Genießt die Aussicht. Aber du bist ja Vorarlberg. Wo ist er gegangen? Auf Vorarlberg? Nein, nur zur Stangstelle. Es langt. Dann wartest du am besten vielleicht und schliessest du dich noch wieder an, wenn du Öl hast. Ja? Ganz richtig, jawohl. Aber Spass macht es gleich, gell? Ich komme dann nach, ja, ich genieße Pause. Das Schnell ist aber nicht aufgegeben, gell? Nein, ja, sicher nicht. Wir haben aufgepedalt, dann haben wir mit Anlauf hier noch die Höhe geschafft. Aber und dann nachher, hast du gedacht? Gescheiter zuerst Öl holen, bevor wir weiterfahren. Warum weißt du das überhaupt, dass du das Öl brauchst? Naja, man schraubt. Ah, du kommst ja draus, gell, in dem Fall? Ja, nicht unbedingt, nein. Du, aber apropos Vorarlberg in Österreich, gell, die haben ganz andere Gesetzgebungen. Da gibt es solche, die fahren 70, 80 locker, gell? Ja, das kann gut sein, ja. Ja, das ist meine natürlich nicht, der fährt nur 30. Ah, echt? Absolut. Oh. Lieber Papa, hä? Lieber Papa, jawohl, jetzt im Schnorr ist deine Tochter
zum Rennen zu fahren und nachher tust du zu wenig Öl rein. Was ist ja, los? Das ist los, das ist los. Das gibt es zu wenig Öl. Da Ölzapfen verloren. Aber der Scherz kommt jetzt direkt. Meinst du, kriegst du es her? Ja, komm ich schon her. Ja. Hast du vorher gewusst, was sagst du? Soja, was sagst du? Was sagst du? Meinst du, bringt das her? Es bringt das sicher her. Und was gut ist, dass du gewünscht hast, dass du etwas trinken mitbringst? Ja. Also super, nein. Also haben wir nichts gesagt. Also ein super ja. Papa, gell? Schatz. Da schau an. Selbst, wo ein Wahnsinn. Egal, auf etwas passieren. Wahnsinn. Muss laufen. Bist denn du einfach vom Fach, oder warum weißt du das alles? Ich dachte, ich stell dir vor. Hoi, ja, das passt ja. Dann schaust du mal mindestens, dass die Häuser wasserdicht sind, oder? Und dann wirst du das auch noch hinkriegen. Selbstsicher, ja. Wo laufen denn da die Töffel da? Hier, ja, 35 war das los. Aber gell, du weißt, gell, in Österreich ist eine andere Gesetzgebung. Da gibt es so Töffel, die laufen 60, 70 mit Griff. Ja, sicher. Was du redest. Mein Gott, nochmal, gell? Ja, komm an, wir müssen beten nicht. Das ist ein Ammenmärchen, gell? Ja, keine Ahnung, von was du redest. Hast du etwas getrunken heute? Nein, nicht. Dann musst du etwas trinken. Aber auf jeden Fall hast du vorgesorgt, dass du so ganz sicher bist, dass das Töffel läuft, gell? Nein, aber Vorsorge. Hätte er das vorher gesagt, dass das passieren könnte? Ja, ich habe schon gewusst, dass das auf mich zukommt. So, dann schauen wir mal zu. Aber er hat ja alles selber zusammen geschraubt, dann wird das selber der Richtige. Wird das auch wieder recht können, gell? Ja. Egal, also. Und eins muss man sagen, die Tochter hat alles gegeben. Sie hat die Rettung gemacht, gell? Alles, wunderbar. Gell? Mein Gott, nochmal. Also ein bisschen Öl und das war's. Ich denke schon. Viel mehr kann es ja nicht sein. Immer so ein bisschen schreckt. Nee. Das Covid-Zertifikat brauchen wir erst. Ja, es braucht es. Aber egal, ob es läuft oder nicht, aber gell, er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, wirklich. Also, ja. Und sein Best. Ja, genau. Und da zählt wirklich einfach die Leistung. Der langt auf jeden Fall. Und du siehst voll wieder, vorher schon stylisch und jetzt natürlich noch stylischer, eben, gell? Sicherlich. So, jetzt Moment. Ich muss zuerst den Gang bringen. Ich muss erst warten, bis er kommt. Und weg war sie. Ob es wirklich einfach ist, das weiss ich nicht. Dann bin ich auch nicht nachgegangen. Aber ich weiss, es gibt unglaublich viele schöne Erlebnisse auf dieser Tour, auch wenn es einmal nicht läuft. Etwas für die erste Tour, ein Erlebnis, ganz speziell. Und um es wirklich erleben können, das Erlebnis, muss man selber mitmachen. Das nächste Jahr gibt es sicher wieder eine Servola-Tour.